Guten Tag, hier ist wieder Omni, diesmal mit Total War Warhammer 3. Da gab es ja jetzt ein Update und neue DLC, die wir auch ganz gut ankommen. Und da die Zwerge überarbeitet worden sind und wir einen neuen Zwergenlord bekommen haben, muss ich die natürlich spielen. Und es ist Malakai McKeyson. Ich habe dazu auch schon mal Videos hochgeladen, könnt euch anschauen zum Rework der Zwerge. Und zu Malakai wird auch noch was kommen, wenn es nicht schon rausgekommen ist. Ja, wie starten wir? Wir haben weniger Unterhalt für Artillerieeinheiten und fliegende Kriegsmaschinen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auf die Gyrokopter gehen. Und wir haben auch höhere Ränge dafür, was auch schon mal sehr gut ist für den Anfang. Und wir kriegen die Gortrek und Felix, die beiden Kompagnons da, dieser Slayer mit dem menschlichen Kumpel, als Starthelden. Hab mich bitte nicht nach Lore dafür. Ja, könnt euch selber nachgucken. Und ansonsten haben wir noch so Abenteuer, die wir uns auch im Spiel anschauen werden. Und vor allen Dingen wichtig, wenn wir mit Malakai unterwegs sind, mehr Schossstärke für Artillerieeinheiten und so eine fliegende Festung, die wir ausbauen können. Ähnlich der Arche von den Dunkelelf. Das ist eigentlich ein ganz cooles Paket. Bin mal gespannt. Wir starten oben im Norden. Wie ihr sehen könnt, das ist schon ja kein nettes Gebiet. Müssen wir mal schauen, wie wir uns das erklären. Ich weiß, immer wenn ich da oben starte, da werde ich nach einer Zeit irgendwann fuchsig und frustriert. Aber soll ja dann euer Gewinn sein, ne, wenn ich ein bisschen mich aufrege. Und wir schauen uns einfach mal an, wie der sich so anfühlt, wie die neuen Zwerge sich auch anfühlen. Die fand ich nämlich immer ein bisschen, weiß nicht, nicht so cool. Und werden mal schauen, ob wir die Chaoszwerge wegmoschen oder halt hier die Norska oder beides halt wegmoschen, so als Ziel. Ich werde jetzt nicht hier die ganze Welt erobern oder so. Nee, das tue ich nicht, gerade weil ich auch eingerostet bin. Wir spielen auch sehr schwer, auch weil ich eben eingerostet bin, nicht legendär. Und auch nur schwere Gefechtsschwierigkeit, da habe ich keinen Bock, Matheures zu machen. Und auch normale Endgame-Krisen, ne? Deswegen ist das jetzt hier, wir werden alles schneiden wieder, es wird ein geschnittenes Let's Play, aber es wird jetzt kein Challenge-Let's Play in dem Sinne, was ich sonst meistens mache, weil ich dafür einfach noch zu eingerostet bin. Seht es eher so als, ich zeige euch mal den Malakai, könnt überlegen, ob ihr vielleicht auch die 10 Euro geben wollt, um den euch zu gönnen und mit dem zu spielen. Und ansonsten habt ihr zumindest von mir dann ein Let's Play gesehen und könnt dann mal ein bisschen nachvollziehen, was denn das neue DLC bietet, dieses Rework bietet. Ja, und damit starten wir auch mal den hinein. Also was man auf jeden Fall sagen muss, das Erste, was alle machen sollten, ist dieses Spiel niemals auf Nicht-SSD installieren. Also ich habe hier gerade 20 Minuten Ladezeit gehabt, da wird man ja komplett frustriert. Aber das nur am Rande. Ja, unsere Schatzsituation ist halt krakadrack, sehr gut. Wir haben eine Edelsteinmine schon fertig und können damit schon Ressourcen produzieren und kriegen 300 Einkommen. Also 2000 auf sehr schwer ist schon mal sehr nett. Außerdem können wir direkt loslegen und unsere Gyrokopterbude, also Tüftlerbude bauen. Ich bin ja auch versucht, eigentlich so einen Gyrokopter oder Artillerie-Gyrokopter-Only zu machen. Aber ich will mir erstmal da die Region einnehmen, deswegen wäre ich da direkt ausgelockt. Ja, dann haben wir unseren Standard, ne, den brauchen wir nicht unbedingt komplett zu sehen. Wir haben unsere Nörgelfraktion hier, die wir auslöschen werden. Und danach gibt es halt verschiedene Methoden, wie wir vorgehen. Ich habe die legendäre Grolle hier und da würde ich halt sagen, wir gehen auf diese Nordgebiete hier. Norska-Gebiete. Turm von Krak finde ich zum Beispiel sehr attraktiv, weil das von Azazel besetzt ist. Und der hat meist nur ein Gebiet dann, was ganz gut ist. Und sonst wäre es halt die Aufgabe, die Chaoszwerge zu töten. Ich denke mal, dass wir diese beide Sachen mal so ins Auge fassen, dass wir also dieses Gebiet hier angehen und halt dieses Gebiet. Und dann, wenn das so geklappt hat, Malakai auch gut gesehen, gespielt haben und vielleicht ja auch verkackt haben, weil er doch viel schwächer ist, als ich meine. Ich denke aber, eigentlich sollte man mit dem ganz gut arbeiten können. Die neuen Sachen werden wir einfach besprechen, wenn sie denn dann kommen, wie die Grolltilger jetzt zum Beispiel mit dem Zeitalter der Rache. Könnt ihr euch sonst ja, wie gesagt, in meinem Video anschauen, da fasse ich das Ganze zusammen. Und ansonsten gibt es nicht viel zu tun, außer eben erstmal ein paar Seuchenviecher richtig schön in den Hintern zu versohlen. Als erste Fähigkeit nehmen wir natürlich immer Marschierer, ist klar, das ist logisch. Und ich würde direkt auf den Blitzschlag gehen wollen, das heißt, wir werden erstmal hier diese relativ schlechten Fähigkeiten benutzen, dass wir halt einfach Sachen abfangen können. Oder hier habe ich jetzt genommen, dass man billiger bauen kann. Ist halt in Ordnung, sonst würde ich natürlich hier auf die Buff-Linie gehen, aber ich will auf jeden Fall Blitzschlag haben und am besten auch eben Forschergeist, um den Unterhalt nochmal weiter zu reduzieren und halt mehr zu forschen. Im Sinne der Forschung würde ich auch auf jeden Fall erstmal auf schwere Marsteine gehen, um halt dieses Wachstum zu fördern, obwohl ich eigentlich hier sehr gerne Richtung der Gyrokopter gehen will mit der schweren Panzerung, aber da müsste man halt schon so viel forschen, das lohnt sich am Anfang nicht, deswegen gehen wir einfach mal darauf. Und als erst Gebäude werden wir später nochmal den Unterhalt verringern. Aber erstmal klatschen wir hier diese Siedlung um. Denn die kriegen wir mit einem entscheidenden Sieg hin. Würden allerdings das verlieren, was ich natürlich eine Unverschämtheit finde. Aber mir ehrlich gesagt gerade komplett egal ist. Bisschen schade. Ich habe das ja schon mal gemacht, getestet. Aber da war das nicht das Problem. Aber gut, soll es halt so sein. Wenn das Spiel mich ärgern will, dann soll es das tun. Ist okay. Wir können den einfach hier nachbauen. Wir haben nämlich hier mit unserem Geist Grungnis, also unserem Luftbadschiff, was wir auch als Fraktionens Hauptquartier nutzen können, nämlich über die Möglichkeit, auch Einheiten extra zu rekrutieren. Außerdem können wir ja auch nachher, wenn wir gleich im feindlichen Gebiet sind, einen zweiten Helden rekrutieren,
Der kann uns dann schon mal so ein bisschen was Verstärkung besorgen, während wir da vorne kämpfen. Das passt schon. So, da hatten wir schon in der dritten Runde unsere Region, das geht recht fix hier. Wir nehmen den Erlass, der uns Wachstum gibt, das ist ja ganz klar. Ich habe übrigens die Helden, die wir haben, wenn man dieses Menü reinkommt, auf Verteidigung geskillt, damit die einfach besser Tanks sein können, denn wir wollen ja jetzt bald noch Gyrokopter bauen. Trotzdem werde ich ja natürlich ein bisschen mit diesen Standardeinheiten auf, während unsere Zweitarmee hier hinterherkommt und nochmal zwei Armeen dazu oder zwei Zwergenkrieger dabei hat, damit das Ganze auch besser funktioniert. Ab der Runde 5 können wir unsere Malakais Abenteuer machen. Vorher geht das noch nicht. Das Abenteuer wird aber auf jeden Fall Hochelfen oder Chaoszwerge betreffen. Deswegen ist jetzt gleich wirklich die Wahl, wohin gehen wir. Ich weiß aber natürlich, dass uns hier Winterzahn auf jeden Fall den Krieg erklären wird. Die machen auch immer direkt die Konföderation mit den Äslingen. Übrigens der beste Name im ganzen Spiel. Deswegen müssen wir schauen, ob wir da wirklich Zeit haben, jetzt nach hier zu gehen. Das Gute ist natürlich hier, dass hier ein Teleport ist. Ihr seht hier, dass in Karak-Vlak halt ein Teleporter da ist oder eine, ja, wie nennt man es hier, Tunnelwegenetzknoten. Und den könnten wir halt bekommen und dann könnten wir nachher auch langfristig gesehen in diese anderen Wegenetzknoten hineinwandern und uns teleportieren mit einem Cooldown. Ihr seht, da unten ist noch einer, das heißt, wir könnten uns hier zweimal hin und her teleportieren. Der ist ein bisschen versteckt, aber ja, da ist auch noch einer. Der ist jetzt nicht so nützlich. Wäre cooler, wenn man hier oben noch einen hätte, aber hier ist anscheinend keiner oder unsere Fraktion über... deckt das. Das kann natürlich auch sein, aber ich meine, das schon mehrmals gesehen zu haben, dass hier leider keiner ist. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir werden gleich, also die Fraktion ist jetzt kaputt. Wir können uns jetzt erstmal ein bisschen konsolidieren. Ich würde Azazel gern umhauen, weil der einfach dann weg ist. Ne? Azazel schon mal wegzukriegen, auch wenn uns dann die Vargs auch den Krieg erklären, wäre gar nicht schlecht, weil wir bräuchten das ja auch für den legendären Groll. Wäre also dann die Option, das schon mal mitzunehmen. Und das sehen wir nochmal hier. Das heißt, Lager der Sala zum Beispiel, Turm von Krak und so weiter, sind ja all die Dinge, die wir hier brauchen. Von daher wäre es vielleicht mein erstes Ziel. So, die Abenteuer sind freigeschaltet und wir können unsere Barker aufwerten. Das machen wir nicht direkt in der Hauptsiedlung. Dann brauchen wir dieses, wie heißt es nochmal hier, diese Warnung nicht die ganze zu haben. Das ist schon mal sehr schön. Und unsere Helden haben wieder aufgelevelt. Das interessiert uns aber nicht so sehr wie die Abenteuer, die wir haben. Wie gesagt, wir haben zwei Optionen. Hochelfen besiegen oder halt Chaoszwerge besiegen. Ich will ja auf die Gyrokopter gehen. Von daher ist für mich ein No-Brainer, auf jeden Fall hier rauf zu gehen. Ich habe auch die ersten Gyrokopter gebaut. Das heißt, wir müssten auch direkt eins hier abgeschlossen haben. Die 2500, die wir bezahlt haben, haben wir also direkt wieder rausbekommen, weil dieses Abenteuer hier einfach bedeutet, hab drei Einheiten. Ist halt, ob das ein Abenteuer ist, ist halt dahingestellt. Dann sollen wir gegen Chaoszwerge kämpfen und wir müssen Handelsabkommen mit Kislev oder Cafay. Kislev müssten wir auf jeden Fall hinbekommen. Wir gehen auf schneller Handel und gehen auf Handelsabkommen. Und ihr seht, wir können direkt Handel schließen. Das können wir jetzt machen, mit wem wir wollen. Eigentlich relativ egal. Hat er den Turm von Krak angenommen? Nee, aber warum hat er mir da angezeigt? Ich glaube, der ist ziemlich kaputt. Nehmen wir einfach mal den hier, den Clan. Lass uns das natürlich schön bezahlen. Weil, warum nicht? Wird jetzt nicht angepackt, ist mir eigentlich relativ Wurst. Von daher würde ich lieber einfach alles nehmen, wo wir noch ein bisschen Geld dazu bekommen. Ich meine, der Chart hier von Malakai ist wirklich super cool, dass man halt wirklich viel Geld hat. Von daher ist es nicht ganz so wichtig. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall dieses Abenteuer begonnen. Oh Gott, ja, noch mehr Nachrichten. Wichtig ist bei diesem Abenteuer, und das ist auch ganz interessant, man kann ja jetzt einfach sagen, okay, ich möchte diese Abenteuereinheiten einfach mal bestellen. Also ich kann mir einfach so eine Schwefelkanone, Gyrokopter noch dazu holen. Jetzt haben wir auch ein volles Stack und können natürlich jetzt mal, wenn wir wollen, weiter angreifen gehen. Dann müssen wir erstmal das hier nochmal abbrechen. Ich würde halt, wie gesagt, gerne Azazel einnehmen oder töten, weil Azazel wegzuhaben, wäre schon eine ganz coole Geschichte. Der Turm von Krak, er steht vor uns und er will gekillt werden, zerstört werden, eingenommen werden, ach, was auch immer. Problem ist, es ist halt, also Azazel läuft hier noch irgendwo rum. Ich weiß nicht, was er genau macht. Ich würde es gerne machen. Kann sein, dass es natürlich problematisch wird. Ihr seht, er ist auf jeden Fall stärker als wir. Kriegen hier einen entscheidenden Sieg. Kriegen auch kaum Schaden, was sehr, sehr gut ist. Könnten natürlich jetzt auch ausrauben, aber ich denke, wir nehmen es einfach mal ein und werden uns dann auf die Verteidigung vorbereiten müssen. Denn Azazel, wie gesagt, ist irgendwo hier. Ich kann sein, dass er gerade zur Schwertburg unterwegs ist, was natürlich für uns okay wäre. Dann könnten wir uns nämlich da erstmal zurücklehnen und warten, bis er wieder zurückkommt. Das fände ich gar nicht so schlecht. Ja, genau, und dann würden wir hier erstmal einfach ein bisschen Einkommen produzieren. Wachstum wäre natürlich auch nicht schlecht tatsächlich. Aber ich glaube, Einkommen ist einfach sinnvoller, weil wir auch hier mit dem Eidgold was machen können. Eidgold könnte man auch gut gebrauchen für die Schmiede. Sehr cool ist, dass unser Gore-Dreck auch noch, ich nenne übrigens immer falsch, wie auch immer, Gore-Dreck, ne? Nicht, dass er mich verflucht. Wir können hier nicht 10% mehr Reichweite rausholen, was sehr, sehr gut ist. Klar, er kriegt noch Fotaufstellung. Aber das Beste ist halt einfach plus 10% nochmal Bewegung. Sowas kann man immer sehr gut gebrauchen. Nehmen wir also definitiv mit. Ansonsten kann er halt in unserer Truppe aufleveln. Hier kriegen wir Verstärkung, was auch sehr gut ist. Wir würden halt Felix weiterhin auf, ja, gut, wir können jetzt auf Ausweichen gehen.
Wäre auch vielleicht nicht schlecht. Aber generell halt immer auf Defensive erstmal, wie gesagt, um ihn als Tank zu behalten. Zazel hat irgendwie keinen Bock auf uns, aber finde ich ganz gut. Wir konnten also die Stadt eigentlich konsolidieren schon, weil die Garnison jetzt so groß ist, dass er uns niemals besiegen kann. Er hat unten aber hier irgendeine Kislev-Fraktion getötet, zwei Bruderschaft des Bären. Und ja, hat aber die Stadt selber oder die Siedlung selber nicht eingenommen. Keine Ahnung warum. Ja, jetzt ist die Sache, gehe ich raus oder nicht? Ich habe auf jeden Fall eine Runde gemacht, damit die Korruption weg ist. Aber die Sache ist halt, nicht, dass uns nachher hier irgendwie die Wachsam mit noch einem Stack da von der Seite ankommen. Wir haben übrigens auch einen Meistermechaniker bekommen. Warum ist der cool? Ja, eigentlich vor allem aus einem Grund, nämlich Mobilität steigern. Ist dann eben auch ein Fernkämpfer, obwohl er aussieht, als wenn er, also ist so wie ein Hybrid, würde ich sagen. Er hat ja dicken Hammer, aber er kann auch schießen mit seiner Muskete oder Pistole. Aber vor allen Dingen kann unsere Mobilität steigern. Das ist natürlich exzellent, denn wir wollen eine schnelle Armee haben. Denn das ist immer das große Problem hier oben. Dieses Gebiet ist halt, ja, verstreut. Also wenn wir das hier jetzt eingenommen haben, seht ihr, wie weit unsere Gebäude weg sind. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass wir hier so einen Tunneleingang haben. Und hier vielleicht noch irgendwo. Aber ja, die Zwergengebiete sind halt eher hier oben. Weil Krakadrak ja eigentlich auch einen haben sollte. Aber dieses Tunnelnetzwerk kann man auch erst freischalten, wenn man wirklich diesen einen legendären Groll da hat. Von daher auch nicht so einfach. Aber eigentlich das Best-Case-Szenario, Lager der Sala wurde einfach mal von Winterzahn eingenommen. Klar, Winterzahn wird uns irgendwann Krieg erklären, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und Zazel hat einfach die Siedlung besetzt. Leider muss er ja dafür keine Einheiten abgeben, sondern nur Geld. Er ist aber ein bisschen verletzt zumindest. Und ich meine, diese Hundeeinheiten sind jetzt nicht so stark. Mittlerweile auch wie viele Gyrokopter? 5 Stück. Die können die Hunde ja sowieso nicht, also die Wölfe, sowieso nicht angreifen. Und deswegen sollte die Armee eigentlich machbar sein. Es wäre natürlich ideal, wenn wir den auch noch auslöschen können. Einfach schon aus der Tatsache heraus, dass wir einen von den großen Gegnern hier oben ausgelöscht haben. Gut, Winterzahn, seht ihr ja selber, wird natürlich immer stärker. Das ist aber relativ normal und wird auch extrem nervig, die umzubringen. Ich glaube, wenn wir da gute Slayer haben, die gerade gegen große Trolle und so weiter sehr gut sind, dann, also hier jetzt zum Beispiel die ganz normalen Slayer oder die Piraten-Slayer, dann können wir da auf jeden Fall gut gegen vorgehen. Wobei die Piraten-Slayer sind nicht gut gegen große, aber die haben halt wenigstens eine Fernkampfwaffe, was ich auch ganz interessant finde. Weil so ein Zwerg als Hybrideinheit finde ich eigentlich ganz cool. Müssen wir aber erst machen, wenn wir Zazel ausgelöscht haben. Vorher kann ich mir sowas nicht leisten. Ah, wir haben den Klassiker gemacht. Eine schöne Hinterhaltsposition bringt Zazel den Tod. Herrlich, wir mussten also gar nicht erst näher gehen. Frage, ob ich mich heilen soll oder ich glaube, ich nehme lieber das Geld. Ganz ehrlich, die Region werden wir schon schaffen und wenn wir dann was verlieren, ist auch egal. Das passt natürlich perfekt. Ja, und Winterzahn steht schon mit seinem ekligen Troll hier rum und will schon mal unsere Beute wegnehmen. Nee, das gibt es aber nicht, mein Freund. Weiß natürlich, der wird uns jetzt gleich auch den Krieg erklären, denke ich mal. Aber wir haben die ekstatischen Legionen schon mal besiegt, was schon mal sehr wichtig ist. Und wir kriegen auch unsere erste Sondereinheit. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich jetzt wirklich irgendwas ersetzen will hier. Denn so wie der da steht, glaube ich nicht, dass der mit uns über, weiß nicht, tiefere Philosophie reden will oder sowas. Das möchte ich dann doch bezweifeln. Ich kann mir vorstellen, dass er uns direkt den Krieg erklärt. Aber seine Armee ist halt wirklich Gülle. Ich meine, nicht so gut. Also ist nichts übermäßig besonders. Gerade die Barbaren sind halt immer absoluter Trash. Ach ja, und ihr seht, wir haben auch noch Beastmenschen hier drin. Noch sehr schwache Armee, außer halt ein Saigor. Kann es aber auch um den Nerv gehen. Natürlich müssen wir schauen, ob wir denen dann irgendwie vielleicht doch noch direkt einen Krieg erklären, um die auszulöschen. Aber wir haben natürlich dann ein bisschen viel zu tun hier tatsächlich. Okay, Wulfric der Wanderer hat uns schon mal den Krieg erklärt. Noch nicht Winterzahn. Ich weiß nicht, ob die vorher oder nachher dran sind, ehrlich gesagt. Ach, vorher anscheinend. Die sind abgehauen. Das ist ganz gut, aber jetzt haben wir natürlich direkt unseren nächsten Gegner hier oben und die blöden Beastmenschen laufen in unserem Territorium. Wie nervig sind eigentlich Beastmenschen, also ganz ehrlich. Was ist so verführerisch, wie hier Trock steht mit seinem hässlichen Gesicht. Ey, ich würde ihm so gern diesen Hammer so richtig schön tief in seinen, ich meine natürlich, ihm besiegen. Das wäre ganz cool. Er ist auch rausgegangen und plündert halt jemand anders. Eigentlich ganz nett, ne? Weil wenn die sich gegenseitig zerfleischen. Andererseits, es ist halt... Diese Armee einfach wegzuhauen und die dann zu überrennen, ist natürlich auch so saftig. Ey. Da muss ich wirklich mal gut überlegen. Ja, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe Krieg erklärt und ihn überrannt. Und deswegen können wir jetzt auch schon mal Blitzschlag haben wir durch. Und wir haben Forschergeist durch. 8% Unterhalt. Also war wirklich nichts Besonderes. Einfach ein entscheidender Sieg, wie ich es mir gedacht hatte, weil die Armee wirklich extrem schwach war. Ja, wir haben trotzdem natürlich hier Wulfric den Wanderer hinter uns. Das Gute ist, diese Gegend hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Deswegen können wir die eigentlich... einfach Nagelfahr sein lassen, wie sie heißen. Scalinger. Das ist mir relativ Wurst. Haben denen natürlich jetzt auch geholfen, aber kann nicht sein, dass sie den trotzdem gleich Krieg erklären. So ist das nicht. Wir sind übrigens auch jetzt in dem Scruff, also in dem nächsten Zeitalter reingekommen. Wir haben in den 10 Runden leider nur hier diese zweite Stufe erreicht, nicht die dritte. Drum wäre natürlich am besten, weil wir eben auch Wachstum dann mehr bekommen und nicht noch weniger. Und wir können uns halt deswegen auch die Slayer leisten. Die kosten allerdings sehr viel. Ich habe jetzt aber trotzdem mal einen genommen. Wenn ihr hier mal guckt, kostet 297, so ein normaler Slayer kostet jetzt auch nicht viel weniger, aber schon ein bisschen weniger. Ah, da ist er ja. 203, ne? Also es ist ja halt schon ein großer Unterschied dafür, dass die halt nicht
glaube ich, unglaublich in der Stärke jetzt variieren. Wir können es ja mal ganz kurz gucken. Hier 100, 39, merken wir uns mal kurz. Ja, ist also eigentlich genau dasselbe. Da müssen wir halt dann schon drauf aufpassen, dass man sich nicht in dieses erste Zeitalter verrennt. Das wäre nicht ziemlich ärgerlich. So, wir haben hier mal das typische Setup. Hinterhalt und Wulfric kommt. Und diese blöden Beastmenschen, ne? Es war so klar, die plündern jetzt unser Gebiet. Das geht mir so auf die Nerven, ne? Die werden wir auf jeden Fall auch beseitigen müssen. Ich habe auch eine zweite Armee, die ich jetzt ausholen werde, um halt zu versuchen, ein bisschen so, ne, die weiten Conquer zu machen. Und vielleicht auch hier hinten schon mal was einzunehmen. Das können wir auch gut gebrauchen, wenn wir nicht Winterzangen gecrushed haben. Das hätte schon seine sehr, sehr großen Vorteile. Das hat nicht so funktioniert, wie wir wollten. Er hat uns entdeckt, aber die Armee von ihm ist halt so schwach. Guck ich das an. Mit Barbaren wieder. Das können wir so weghauen. Ist ja wirklich lächerlich, was der da gegen uns bringt. Nehmen ein bisschen Verstärkung. Geld werden wir jetzt bald ein paar Probleme haben, aber passt schon. Und wir haben jetzt tatsächlich unser drittes Abenteuer durch. Das ist ganz gut, weil wir mit unseren... Okay, jetzt kriegen wir erstmal ganz tausend Sachen. Gehen wir erstmal aufs Abenteuer. Weil wir mit unserem grünen Kopter genug gekillt haben. Das heißt hier, jetzt haben wir das Attribut 360 Geschoss. Block für Gyrokopter. Mein Gott, schwerer Griff, aber cool. Und Chance auf Geschossabwehr plus 25%. Sehr gut, dann haben wir die beiden Sachen schon mal mit. Und wir könnten jetzt auch diesen Kampf tatsächlich wagen, weil wir jetzt genug haben, um das Abenteuer sozusagen abzuschießen. Dann würden wir die Glevenkanone bekommen, Bonus gegen große Feinde, Reichweite und so weiter. Wobei Mackeisen halt relativ schnell stirbt, finde ich. Zumindest nach den ersten Spielen, wo ich es mal mit ihm gekämpft habe. Er geht ganz gut kaputt als Fernkämpfer. Und wir würden Notfallreparaturen bekommen, passive Fähigkeiten. Dann werden die immer wieder HP regenerieren, was auch ganz cool wäre und man durchaus nutzen könnte. Wir sind ein bisschen weiter. Wir haben Wulfric tatsächlich auch mit einem Ambush, also einem Hinterhalt, besiegen können. Nichts Spektakuläres. Der hat auch fast nur Barbaren, völlig lächerlich. Beastmen sind uns immer am Plündern. Wir haben aber oben die nächste Armee von dem Winterzahn. Und wir haben auch das Lager der Saale eingenommen. Das war auch überhaupt kein Problem. Also ich bin ja normalerweise gewöhnt, immer mit diesem Mod zu spielen. Wie heißt das mal? Steel Faith Overhaul oder sowas? Auf jeden Fall diesen klassischen Overhaul. Ich muss sagen, es ist sehr angenehm einfach hier gerade. Gefällt mir ganz gut, auch auf sehr schwer. Ja, außer dass natürlich sehr viele Fraktionen hier sind, die uns gerade auf die Nerven gehen. Weil er wird ja auch gleich nochmal kommen. Er ist aber gerade momentan sehr, sehr schwach. Das ist natürlich unser Vorteil. Und Winterson hat auch mit irgendeinem anderen Krieg begonnen. Allerdings hat er hier auch schon ein zweites Deck wieder rausgeholt. Heißt also, der hat auf jeden Fall mehr als dieses Stack hier. Ich überlege, ob man die vielleicht hier mit so Sondereinheiten, hinter den Klassiker, einfach die schnell beschwören, platt machen könnte. Allerdings müsste ich, glaube ich, nur eine Runde rekrutieren. Und ihr seht, ich habe auch ein bisschen aufgebaut, damit das nicht ganz so schwach ist hier an Rekrutierungsmöglichkeiten. Ich kann auch übrigens schon Langenbärte rekrutieren mit unserer Hauptarmee. Also wir haben hier schon unfassbare Möglichkeiten zur Rekrutierung. Wir können schon Todessucher, wir können schon Riesenslayer holen. Wir können schon Langenbärte holen. Also es ist unfassbar stark. Wir sind erst in der 16. Runde, müsst ihr überlegen. Wir können schon maximale oder maximal starke Infanterieeinheiten zumindest holen. Noch nicht Gerätschaften, aber Infanterieeinheiten. Das ist schon ziemlich cool. Ach, guck mal, der kostenlose Legendary Lord hilft uns hier tatsächlich. Epidemus scheint uns hier einfach mal reingerissen zu sein und hat den armen Winterzahn den Trog mal schön umgehauen. Also ein Gebiet abgenommen. Das ist ja eigentlich immer seine Hauptstadt, sag ich mal, oder Hauptsiedlung, die er am Anfang hat. Wir haben jetzt verbotene Zitadelle eingenommen, da war die kleine Armee daneben, die kommt man mit auslöschen, was schon mal sehr gut ist. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Das heißt, nur die beiden Sachen einnehmen und dann ist Winterzahn Geschichte. Und dann können wir uns hier auf Wulfric fokussieren, hoffe ich. Oder wir werden von irgendwelchen anderen angegriffen. Bisher sieht es aber noch ganz gut aus, weil hier das noch relativ neutral ist und die sich untereinander sehr viel bekämpfen. Und da haben wir dann einen riesigen Vorteil, dass wir nicht direkt vollkommen auf die Mütze kriegen. Und die Beastmen sind halt zu schwach, als dass sie uns in irgendeiner Weise angreifen könnten. Selbst hier mit der Garnison, glaube ich, würden wir die locker umbringen können. Okay, KI, was genau machst du hier gerade? Du greifst mich mit dieser Armee hier, die ist ja kompletter Trash. Greifst du meine Hauptstadt an mit dieser Garnison und dieser Armee? Ich meine, die ist jetzt nicht gigantisch, aber das ist ja klar, dass wir die einfach so besiegen. Was genau hat Trock sich dabei gedacht? Ich glaube, Trock hat einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, Trock hat sich auch gesagt, das ist so ein richtiger Rage-Quit einfach. Nö. Weißt du was, dann habe ich auch keinen Bock mehr, wenn du mir nicht lässt. Und kann ich da hin oder nicht? Das ist die große Warhammer-Frage, die ja immer existiert. Ne? Dieses Zeichen heißt ja eigentlich, ich komme da jetzt in dieser Runde hin. Aber ich kenne Warhammer, Total War oder generell Total War, ab Rome 2. Dieses Zeichen heißt bestimmt, wir kommen nicht hin. Was sollen wir wetten? Ich speichere jetzt mal. Dann gucken wir mal, ob das passiert. Na, ich werde doch nicht laden, oder? Ich weiß auch nicht, mich ärgert das immer. So, und guck mal. Ich wusste es. Seht ihr? Ich wusste es. Das Gute ist, mit Mackeisen kannst du einfach immer diese Stellung Luftschifflager annehmen, dann hast du einfach niemals Attrition, also niemals Verschleiß. Das ist halt so super im Balance, also wirklich. Wie gesagt, aber was wir schon für Armeen herausholen können, ist halt
Faszination pur. Wir bräuchten halt nur viel zu lange. Wir bräuchten halt 2 Runden Todessucher zu holen. Sonst hätte ich gesagt, packen wir uns da direkt mal welche. Aber so Langbärte wären ganz cool als defensive Einheit. Ja, und jetzt haben wir ihn in der Zange. Ihr seht, er flieht schon. Wie gesagt, Rage Quit ist ja eh schon geschehen. Von daher, wir sind jetzt hier mit unserer 2. Armee rein. Wenn wir das nicht schaffen würden, okay, können wir aber ohne Probleme. Da hätte ich noch was rekrutieren können. Besetzen wir einfach. Winterfeuer ist damit auch Geschichte. Und dann nehmen wir noch den Altar des Blutes ein. Und dann ist Winterzahn eigentlich tot. Dann muss die letzte Armee noch auf uns zulaufen und sich selber opfern. Das kennen wir ja bei der KI. Und dann haben wir den schon mal komplett durch. Wir haben immer mehr, ihr seht's, Backup-Armeen, sag ich mal, um im Notfall auch immer durchaus irgendwie schlagkräftig zu sein. Wir wissen natürlich, dass jetzt Epidemus jetzt eher nervig wird. Aber wir wollen eigentlich ja hier Richtung Wulfric, der uns natürlich auch wieder angreifen will. Wobei es mir wichtiger war, mir ist eigentlich egal, dann soll er das halt erstmal einnehmen. Können wir nichts dran tun. Aber wichtiger ist erstmal einfach hier eine Fraktion auszulöschen, kann ich euch das Tipp nur mitgeben. Es bringt nichts, immer so halb auslöschen, halb nicht. Da werdet ihr nicht glücklich. Und da lieber eine auslöschen und dann mal ein Gebiet abgeben. Das ist hier bei Warhammer sowieso ganz normal, dass ihr Gebiete verliert. Das soll euch nicht weiter kümmern. Ja, es ist so willkommen. Ich dachte, Wulfric hat uns hier jetzt ohne Schwertbruch weggenommen. Wir haben aber dafür das Zeitalter Rache Gorm erreicht. Das bedeutet, wir kriegen weniger Abgeben für unsere Goldpilger und wir können bessere Goldpilger beschwören. Zum Beispiel nämlich die Hammerträger, wenn ich das richtig gesehen habe. Das wäre natürlich ganz cool. Die Hammerträger nehmen wir einmal mit. Würden wir einfach mal hier den Bergwerker austauschen. Der ist zwar cool mit seiner Sprengladung, aber doch ein bisschen, ja, out of date, sage ich mal. Ja, Wulfric ist auch nochmal da stehen geblieben. Tatsächlich. Und wir haben unsere 2. Armee noch hier hinten. Ich habe ein bisschen Angst wegen Epidemus. Der muss auf jeden Fall den Krieg erklären. Und wir sehen, dass hier unten die Chaos-Zwerge langsam hochkommen. Was mir auch ein bisschen Angst macht, weil die hassen uns natürlich ganz besonders. Ist ja klar. Ich kann schon mal, können wir uns nicht bewegen, also muss man erstmal diese Wahl abmachen. Winterzahn hat sich selber geopfert hier. Deswegen haben wir auch geschafft, in Gorm reinzukommen und nicht in Skraff. Das ist schon mal ganz gut. Und ja, ich weiß noch nicht, ich finde den Epidemus hier ein bisschen lästig, ob ich den nicht einfach umhauen sollte. Aber da muss ich mir überlegen. Wichtiger ist natürlich hier, Wulfric, den Wanderer irgendwie anzugreifen und der Hoffnung, dass wir vielleicht wieder einen schönen Hinterhalt legen können. Hier mit 80%. Die KI ist da ja nicht immer so gut drin. Finde ich super. Weil hier oben war nicht auch noch eine neue Armee, die gebildet wird. Das wäre dann umso ärgerlicher, wenn es uns auch noch auf den Nerv gehen würde. Wir haben auch immer das Abenteuer beenden können, aber ja, haben wir keine Zeit zu. Klassisch Total War halt. Ja, Wulfric ist leider nicht drauf reingefallen. Verstehe ich nicht, 80%. Der konnte mich trotzdem sehen, obwohl er nicht mal in meine Nähe gekommen ist. Er ist direkt rübergelaufen zum Tor von Krack. Ja, wir können natürlich Schwertbruch einnehmen. Problem ist natürlich, von da kommt direkt das nächste Armeechen rüber, was natürlich sehr lästig sein kann. Aber wir müssen erstmal Wulfric in unserem Rücken beseitigen. Ich habe nicht sonst Sorge, dass hier Epidemus uns erklären. Und dann haben wir nachher die ganze Suppe hier am Brennen. Das ist Total War. Die Chaos-Zwerge sind nicht auch schon hier. Ich weiß nicht genau, wie die unsere Disney-Freunde umgangen haben. Aber das heißt, die werden uns auch hundertprozentig jetzt gleich den Krieg erklären. Das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. 1-2 Runden. Ja, wird dann ein bisschen eng tatsächlich. Aber ich würde sagen, Schwerpunkt einnehmen und hoffen, dass der uns irgendwie mal in die Arme läuft. Statt hier die ganze Zeit abzuhauen wie so ein, naja, Hühnchen. Ich habe noch schnell so eine Truppe rekrutiert mit den Grolltilgern. Sehr gut, dass man die einfach so reinbeschwören kann. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Damit können wir Wulfric einfach vernichten. Was natürlich exzellent ist für uns. Erstmal sau viel Geld, was wir dringend brauchen. 1000 Groll ja auch nochmal, was auch sehr stark ist. Und wir sind ihn einfach los. Erstmal, das ist das Wichtigste. Denn ich befürchte, dass wir gleich noch mehr Ärger bekommen werden. Ja, von denen nicht. Die werden uns eher um Hilfe anbetteln. Das interessiert uns aber nicht. Wir sind froh, dass die Scalinger, wie sie heißen, uns gerade nicht angreifen. 2. Armee vom Wulfric macht uns hier auch nochmal Sorgen. Ist wieder so ein Crap-Armee, aber der spammt die halt innerhalb von 1 oder 2 Runden raus. Was eben problematisch ist, aber sollte jetzt kein Problem sein. Ich habe mich hier nochmal im Hinterhalt aufgestellt. Ich hoffe, der greift einfach an, also das Lager an oder uns. Oder läuft hier durch, das würde schon reichen. Hauptsache, wir haben jetzt den Rücken frei. Epidemus läuft hier auch noch irgendwo rum. Ich hoffe, da hat vielleicht auch irgendwie hier der, oh Gott, wie heißt der nochmal? Ja, die große Orthodoxie auf jeden Fall. Ah ja, Konstantin. Ihn einfach auslöschen könnte. Das wäre auch ganz nett. Ja, und wie gedacht, der Krieg wurde uns erklärt von Epidemus. Total nervig. Ich dachte eigentlich, der hat da genug zu tun unten, aber nope. Mal gucken, wo der jetzt hinläuft. Unsere Ersatzarmee ist noch immer hier in der Nähe, um das Ganze aufzufangen, falls nötig. Weil da oben natürlich zum Altar der Brut, werden wir natürlich nicht kommen. Das wird uns leider abnehmen können, was sehr, sehr ärgerlich ist. Ja, ja, Total War. Jetzt geht's wirklich los mit Total War. Das ist ja, was ich meinte im Video. Es ist halt so, dass es schon, ja, eine gute Position ist, aber auch keine so leichte, wenn es um langfristige Konfrontationsvermeidung geht, kann man sagen. Das ist schon sehr nervig. Ja, und ich habe die Armee von dem Wulfric irgendwie verloren. Der hat unser Lager hier geplündert und ist dann einfach verschollen. Ich habe keine Ahnung, wo die sich jetzt wieder versteckt hat und wo die uns nachher wieder nerven kommen wird. Na egal, wir werden auf jeden Fall jetzt versuchen, endlich mal diesen legendären Groll zu beenden, auch wenn wir vielleicht dann nachher was im Nacken bekommen. Der Züchterclan wurde zerstört von
Katharina. Perfekt. Die Höllengrube kann natürlich auch immer sehr nervig sein, wenn die euch dann nachher in den Rücken fallen. Ja, und die Chaos-Zwerge haben uns natürlich den Krieg erklärt. Und ja, Xurkraken. Ich weiß nicht, ob wir das halten können, wenn das seine Hauptarmee ist. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Haben jetzt genug Schaden mit unseren Gyrokopter gemacht, dass wir hier diese Waffe bekommen. Heilen sich unsere Artillerie und fliegen Kriegsmaschinen besser? Ja, ein bisschen bei Waffenstärke und so weiter ist ganz okay, wobei ich ihn bisher kämpferisch nicht so überzeugend fand, aber gut, das kann sich an erinnern. Was schon mal trotzdem ganz nett ist, sowas schon mal zu haben, kann man ja auf jeden Fall sich mitnehmen. Und die Chaos-Zwerge dann schön in den Hinterhalt hier reinlegen, sodass sie uns angreifen, wir selber nicht kämpfen müssen, nur weil die Garnison was verlieren. Exzellent, so muss das sein. Der erste Sieg gegen die blöden Chaos-Zwerge, das hatte ich perfekt. Wir kriegen damit auch ja unseren ersten Kampf von dreien, die wir brauchen, um noch eine Mission zu erfüllen. Kann man ja durchaus mitnehmen, warum nicht? Wir gehen zumindest mal ein erstes Bündnis ein mit der guten Katharina, denn ja, wir brauchen ein bisschen was an Verbündete. Ich hoffe, dass sie so stark bleibt, obwohl 55. Rang, naja, geht so. Aber dass sie uns vielleicht ein bisschen was gegen die Chaos-Zwerge hilft, die ja wirklich hier jetzt, ja gut, auch bei ihr reinpreschen. Sehr ärgerlich, obwohl sie ja eine Armee verloren haben. Das ist schon ziemlich ärgerlich. Trotzdem nehmen wir das mit. Denn das könnte uns sicher geben, die wir erstmal brauchen, weil dieses Spiel mich nämlich nervt. Warum nervt es mich? Ja, erstmal haben uns die Scalinger, ich glaube, ja, so heißen sie, glaube ich, den Krieg erklärt hier unten, weil ist so. Und ja, hier oben, gut, Wulfric der Wanderer, den müssen wir noch immer ein bisschen beseitigen. Wir wollen diesen blöden Groll, der geht mir wirklich langsam auf den Nerv, müssen wir unbedingt bekommen. Und dafür müssen wir zu diesem gigantisch weit weg befindlichen Monolithen gehen. Während hier hinten halt wirklich immer mehr die Kacke am Dampfen ist, auf Deutsch gesagt. Weil uns die ja den Krieg erklärt haben. Und die werden uns auch gleich den Krieg erklären. Die Varger? Ja, Varger auch. Und dann haben wir hier auch so komische Nordpol da, der mir auch noch komplett auf den Nerv geht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass sie früher auch mal hier Chaoslande waren, oder? Es war nicht alles nur Berg und Eis. Das haben sie, glaube ich, echt geändert. Interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Ja, ja, Varger haben uns den Krieg erklärt und Verhängnisburg wieder eingenommen. Das heißt, wir haben unseren Groll jetzt gleich noch immer nicht durch. Ey, Leute, Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich einfach ein bisschen beruhigen. Aber erstmal hauen wir Wulfric mal in die Fresse. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Weg mit dir. Auch wenn du eine große Garnison hast, ist mir das Schidiol. Wir besetzen einfach nur. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt das Geld momentan. Also gut, man kann immer Geld brauchen, ja, aber trotzdem. Eigentlich wollte der schon die ganze Frieden mit uns. Das können wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal machen. Problem ist natürlich, das bringt uns nicht viel. Der wird uns hundertprozentig nochmal den Krieg erklären. So wie wir das Spiel kennen, wird er das natürlich tun. Aber ich kann nicht Nein sagen zu diesen 2000 Gold, während uns nämlich die Varger ja hinten den Groll wieder vermasselt haben. Wir müssen nämlich weiter nach da, das ist ja ganz klar. Das heißt, wir müssen jetzt wieder den Weg zurück. Und von allen Richtungen kann ja weiterhin noch irgendjemand kommen und uns ja, töten wollen. Aber unsere Zeitalter der Rache geht übrigens, geht über wenigstens gut ab, will ich sagen. Wir sind schon bei Gorm, wir könnten vielleicht sogar noch, obwohl wir haben noch eine Runde, schade. Jetzt hätten wir schon den Gnollengorm gehabt, aber ich glaube, das kriegen wir dann doch nicht hin. Mussten wir mal so eine ganze Reserve mobilisieren, haben wir ein bisschen nervig, hat uns sehr viel Gold gekostet, aber so können wir wenigstens Epidemus Angriffe abwehren, was uns nochmal 1000 zurückgibt, immerhin. Das ist schon anstrengend, ich glaube, dass uns hier jetzt bald auch die anderen Chaos-Gegner den Krieg erklären werden. Also haben wir wirklich, ja gut, Spiel heißt der Total War, ne, habe ich gehört. Soll dann ganz gut passen. Gut ist natürlich, unsere Zweithelden werden auch immer mächtiger, die jetzt immer jetzt schön zu Axtfürsten ausgebaut werden, damit sie ein bisschen bessere Basiseinheiten haben. Und ja, alle unsere Helden. Ich habe auch nochmal einen Fane und nochmal einen Meistermechaniker geholt oder Meistertechnikus, damit wir einfach noch ein bisschen was Variation haben und mehr Beweglichkeit natürlich hier auch in unserer Zweitarmee, die hier unten sich befindet und gerade die Frostländer eingenommen hat. Und so Katharina hat auch hier schon mal die Chaos-Zwerge zurückgedrängt. Das heißt, sie haben eigentlich nur das hier, wenn ich das richtig sehe. Nee, doch noch ein bisschen mehr. Aber zumindest für uns, jetzt, was uns bedroht direkt, nur noch das hier. Und ich hoffe, dass Katharina da jetzt so ein bisschen Bollwerk wird, damit wir uns dann eben hier den Norden zuwenden können. Die Scalinger, damit konnte ich wieder Frieden machen. Wahrscheinlich hatten die irgendwie andere Probleme, sind irgendwie, keine Ahnung, getötet worden. Ja, Varg währenddessen macht uns weiterhin natürlich das Leben schwer. Trotzdem brauchen wir nur noch die Verhängnisburg. Das heißt, wenn die uns jetzt dieses Gebiet hier einnehmen, ist mir egal. Hauptsache, wir haben endlich mal diesen Groll durch. Ey, das ist doch mein erstes Ziel. Ich möchte es endlich durchhaben. Okay, oh, guck mal, die Varger, die haben Babys gekriegt. Die haben so eine neue Armee auf einmal. Haben die denn? Ja, war da eben nur eine. Naja, puh, schwierig. Weil die können jetzt einfach hier komplett durchziehen. Wir können da wenig bis gar nichts gegen machen. Aber erstmal machen wir jetzt mal den legendären Groll durch. Alles andere ist uns komplett egal. Ja, mach den bitte mit, Blatt. Ist mir egal. So, und jetzt, was kriegen wir jetzt? Jetzt gucken wir mal, wie ehrenvoll ist es. Feind getötet, ja, okay, hier, da haben wir es. Groll entfernt. 2500 Grolle, super. Unstein zurückerobert. Das heißt, wir können jetzt theoretisch schneller reisen, was uns, naja, sagen wir mal, ja, total viel bringt. Wir wollen ja es hier spannend halten. Ja, natürlich.
Nein, nicht wirklich, weil wir haben halt einfach noch kein Tunnelnetzwerk. Das wäre ja unten das Gebiet hier. Also hier, wo war es nochmal? Jetzt habe ich schon vergessen. Ja, genau, Karak-Vlak, Entschuldigung. Das wäre das Gebiet, was wir da holen müssten. Ja, bisher haben wir da nichts von, aber es ist zumindest ein gutes Gefühl für mich, dass wir das mal durchhaben. Auch wenn wir jetzt natürlich trotzdem in Problemen stecken. Und ich müsste natürlich auch Wulfric noch töten. Müssen wir nochmal eine dritte Armee machen und tatsächlich ihn dann irgendwie mal auslöschen, damit er uns nicht nachher noch von hinten einfällt. Weil ich will mit meiner Hauptarmee eigentlich jetzt mehr in die Action zurück und nicht hier vorne vergammeln. Stattdessen pushe ich hier so ein bisschen was auf alle möglichen, um die wichtigen passiven Sachen und gehe jetzt hier auf Artillerie und Gyrokopter zuerst mal und auf Slayer, weil er die Slayer extrem vergünstigt bekommt. Minus 10% und er hat noch so ein Gefolge, und zwar Slayer-Anwärter, das nochmal minus 20% gibt. Also wir können eigentlich hier richtig coole Einheiten holen, wenn wir nicht die ganze Zeit rumlaufen müssten. Weil wir könnten nämlich jetzt zum Beispiel diese Todessucher schon beschwören oder Riesenslayer. Aber haben wir gar keine Zeit zu. Die dauern halt 2 Runden. Wir müssen ja konstant uns bewegen, weil wir spielen ja Total War. Dann gehen wir jetzt den zweiten legendären Groll an. Und zwar diese Fraktionen vernichten. 2 sind schon kaputt. Natürlich nett. Dann die Jünger des Hashut und Diener des Konklaves. Und ja, ihr kennt ja Grimgorgs 8. Horde. Den kennen wir ja, den klassischen grünhäutigen, netten Menschen. Wir können auch hier kleinen Scryer noch einnehmen, theoretisch. Oh, nicht, weiß nicht, ist jetzt nicht so spannend. Auch Silberfest ist tatsächlich auch schon irgendwo besetzt. Müssten noch versiegelte Gräber gebaut werden. Und dann hätten wir eigentlich schon 3 sogar durch. Aber das hier wäre auf jeden Fall mein Ziel, das noch zu tun. Und ja, hier ein bisschen so Ruhe in den Norden zu springen, wäre natürlich auch noch gar nicht schlecht. Also die Vager betreiben auf jeden Fall verbrannte Erde-Strategie. Die sind ja echt komplett einmal durchgezogen, haben sich jedes Gebiet hier eingesackt. Natürlich super Strategie, weil im Endeffekt müssen wir nachher hier hin zurück, um sie zu beseitigen, wenn wir das wollen. Und gleichzeitig mit denen hier oben noch Krieg führen und mit denen hier unten noch Krieg führen und vielleicht sogar später noch mit dem Chaos-Legion hier oben. Also ist schon intelligent eigentlich gemacht. Jetzt haben wir es aber eigentlich da, dass ich sie abfangen kann. Sollte eigentlich nicht möglich sein, dass der einfach an uns vorbeiläuft jetzt, aber die KI ist immer sehr, ja, draufgängerisch, sage ich jetzt mal positiv, ne? Da kann halt alles passieren, das ist klar. Komme ich da hin oder nicht? Ja, komme ich, okay. Super, dann brauche ich nicht mal den Malus einzunehmen. Seht aber 2 Stacks natürlich. Wohl reiner, massiver, brutaler Trash. Müssten wir aber eigentlich mit einem bei Altar der Brut aufhalten können, hoffe ich. Der sieht, der wollte auch schon die dritte Armee wieder bauen. Das macht er jedes Mal, nimmt die ein, klaut sich dann irgendwie Ressourcen oder meine Zwerge, manscht die um zu irgendeinem Norska, quetscht die in irgendeine Fleischform und setzt sie dahin, um dann wieder zu sterben. Genauso wie jetzt. Gut, ihre Strategie hat glorreiches Ende gefunden, indem sie jetzt einfach hier in der Mitte stehen und sagen, gönn dir 2000 Groll, gönn dir. Ja, gerne. Nehme ich mir mit. Dankeschön. Das ist richtig so. Ja. Ja, genau. Jetzt auch noch fliehen. Das ist natürlich überhaupt nicht schäbig mit deiner Ultra-Gammel-Armee. Wo die zweite Armee wieder hin ist, die hat sich wieder modernisiert. Ich sehe hier doch alles. Wo soll diese Armee sein? Da oben? Wo ist sie hin? Hat die ernsthaft sich in den Hinterhalt gesetzt oder was? Mir egal, ey. Ist mir komplett egal, ganz ehrlich. Stirb, Junge, ey. Du kannst nicht häufig genug sterben, als ob mich befriedigen würde, ey. Ja, ich meine natürlich. Friede ist gut. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Aber Gewalt hat auch schon mal seine Seiten, wenn man so von so nackten Männern angegriffen wird. Das ist durchaus auch klar in meinen Augen. Denn jetzt müssen wir wieder den kompletten bekackten Weg hier hoch, um diese blöde diese nette Fraktion auszulösen. Wo ist der bitte hin? Der muss doch hier irgendwo hocken. Da hockt er. Wie? Ja, okay, der hat sich einfach mal komplett mit dem Stance hier durchgehauen. Könnten wir den wohl schießen? Auf keinen Fall, oder? Das geht nicht, ne? Problem ist halt, ich weiß nicht, ob ich gegen diese Armee von Epidemus, nix der geilste Name, den es gibt, klarkomme mit der hier. Die ist jetzt nicht gerade übermäßig gepimpt. Riskant. Ich glaube, ich gehe mal bis hier und vielleicht kommt er ja dann zurück, wenn ich mich mit meinem anderen wieder zurückziehe, mit dem Malakai. Weil mit dem muss ich ja jetzt wieder nach oben gehen. Ich muss auch die, auf jeden Fall die Scalinger muss ich auch auslöschen, weil die mich auch konstant angreifen werden ansonsten. Oder ich baue mir halt bald noch die dritte Armee, das wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt endlich habe ich auch mal genug Geld. Es kostet ein bisschen sehr viel, um hier mal auf die Gyrokopter-Schwefelbomber zu gehen. Und hoffentlich bald auf Gyrobomber. Das wäre ganz wichtig. Da haben wir auch bald alle Gebäude tatsächlich durch. Ich brauche nur 1 hier und 2 hier. Die sind auch nicht mehr ganz so teuer. Boah, es war so klar. Guckt euch an, ey. Es ist... Ah, Total War. Ach ja, ich habe noch eine Erinnerung, warum ich es nicht mehr ganz so oft gespielt habe manchmal. Also macht ja trotzdem Spaß, aber... Leute, diese Fraktion hier mit einem Gebiet muss mich jetzt echt angreifen. Muss das jetzt sein? Ich weiß, warum ich den Norden vor allen Dingen nicht so gerne spiele. Der ist ja wirklich einfach nur so ultralästig. Denn das ist nicht das Einzige, was passiert ist, falls ihr das denkt. Nee, nee. Auch hier oben, die Chaos-Legion hat uns den Krieg erklärt, weil... Ist so.
Naja, den Wagen kommt man wenigstens mal 4000 Gold abluchsen, damit wir nicht hinter den her sprinten müssen. Jetzt muss aber Malakai wieder komplett zurücksprinten, um dem Wulfric wieder auf die Nerven zu gehen. Boah, ich hätte so gern ein Teleport-System, ne? Muss halt mit dem hingehen. Und nachher ist die Armee zu schwach, die zweite Armee. Und dann stehen wir da. Ich meine, ich habe ja jetzt auch noch eine Armee von, wer heißt der Typ? Schön vergessen. Egal, der Chaos-Legion-Typen halt. Ist mir auch egal. Wir wollen uns jetzt auf jeden Fall Winterfeuer wegnehmen. Wir können auch nichts gegen machen. Da ist leider nichts an Optionen übrig. Aber gut. Ist jetzt nicht so schön, habe ich extra nicht ausgebaut, weil ich mir schon dachte, dass das irgendwann fallen würde. Hier hinten ist schon durchaus aufgebauter. Wenn wir Wasserpuppe suchen könnten, aber das ist bei Winterfeuer fast unmöglich, halt wieder die Armee herzurufen. Ich glaube aber, dass wir noch Cooldown haben. Das ist das Problem. Wir haben auch immer 5 Runden auf unsere Elite-Einheiten. Ich hätte nur 3 Einheiten, die ich holen könnte, vielleicht ein paar Goldtilger. Das würde, glaube ich, nicht reichen, um den zu besiegen mit seiner Armee. Vor allem so Korn, Zinsch, alles gemischt, ist schon ziemlich hart. Ja, und ihr kennt mittlerweile das Spiel, würde ich sagen. Ja, Wulfric ist gekommen. Wir haben uns schnell die Einheit rekrutiert. Und Wulfric hat belagert. Wir haben Wulfric getötet mit seinen ganzen Armeen. Und jetzt können wir unseren guten Slayer, der immer mehr Level kriegt übrigens, bei Level 8 ist, also dieses Grolltilger ist halt so komplett gut. Ey, das macht richtig Spaß. Können wir jetzt wieder aufleveln, sodass er immer stärker wird. Und dann haben wir so einen richtig schönen Schneeball-Effekt, der uns natürlich ja, langfristig deutliche Vorteile bringt, die wir auch ausnutzen werden. Oh, eine Wendung des Schicksals. Wir wurden mal in den Hinterhalt gelockt von Epidemus. Ja, das Problem ist halt, Epidemus, du wirst da sterben. Ich meine, wir verlieren da 2 Einheiten, aber ganz ehrlich, scheiß drauf, du bist jetzt tot, tschüss. Dann können wir nicht nach da oben gehen und den mal so richtig schön in den Hintern kneifen. Das fände ich ganz lustig. Da hätte ich nichts gegen. Und wir können jetzt noch rekrutieren, von daher passt das. Wir können uns halt leider nur... Ja, wohl, Hammerträger sind immer gut. Nehmen wir immer gern mit. Aber wir können sonst nur die etwas schäbigeren Einheiten nehmen. Weiß nicht, ob ich die schon rekrutieren will. Dann nehme ich lieber 2 Standardeinheiten, oder? Ja, Eine andere Möglichkeit kann ich nicht auf das... Ja, dieses Gungni kann ich nur im... Ah, ich habe auch noch Zeit. Oh, okay. Mit einer Runde können wir aber auch nicht sehr viel rekrutieren. Ah, schade. Slayer kriegen wir nicht so günstig bei ihm. Langbärte wären gut, einfach ein bisschen Schaden oder ein bisschen, ich sag mal, die Vorteile des... Auto-Resolves zu nehmen. Dann nehmen wir mal Langenbärte hier. 2 Handwaffen und einmal Schwefelkanone. Können auch noch einen rausschmeißen, wenn wir eh schon dabei sind. Könnten wir auch hier vielleicht einfach noch einen Gyrokopter aufwerten zum Schwefelkanonen-Gyrokopter. Oder uns noch einen Slayer nehmen. So ein starkes Kistleff habe ich auch noch nie gesehen. Das hat man echt nur, wenn man oben halt die anderen Leute verprügelt und selber verprügelt wird. Während die gemütlich ihr Leben leben können. Oh nein, das wird uns bald bestimmt auch noch Hackreff den Krieg erklären. Ich will doch erstmal ein bisschen Ruhe haben eigentlich. Ich will die Chaos-Zwerge töten. Das war mein Ziel. Jetzt nicht nur hier oben die ganze Zeit Spaß mit Chaos und Dunkelelfen spielen. Ekelhaft. Und auch ein wenig pervers. Aha, wir haben das Maximum an an Zeitalter der Rache erreicht, also Gnollengrom erreicht. Erstmal Wachstum. Oh, Halleluja, ist das krass. Und Unterhalt minus 50% hatten wir eben schon mal. Und wir können jetzt alle Grolltilger-Einheiten holen. Und lässt eine temporäre Armee von Grolltilgern erscheinen. Ach du Wie geil ist das denn? Das ist ja super cool. Guckt euch das an. Ich glaube, ich hätte das verzögern sollen, oder? Jetzt bin ich wieder total Anfänger. Weil ich das nicht verzögert habe. Die hält 10 Runden an. Ja, 10 Runden ist halt nicht so geil, ne? Und rekrutieren kann ich auch nichts. Das müsste ich also als Ersatz an mir haben. Ich meine, ich könnte natürlich versuchen, hier ein bisschen die Chaos-Typen da oben platt zu walzen. Problem ist aber, ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Ich meine, die Armee momentan ist ja natürlich lächerlich. Aber dass er natürlich noch irgendwo noch mehr hat, wobei alles bei ihm jetzt nicht so stark aussieht. Er hat auch irgendwo noch ein 4. Gebiet, wahrscheinlich hier oben in der Ecke irgendwo gequetscht. Ich will mit ihm ja, da wir jetzt ja Epidemus umgebracht haben, können wir hier hoffentlich auch ein Monolith des Fleisches einfach einsacken. Dann sind wir damit schon mal durch. Ja, und Wulfric wird ja hier irgendwann dann doch mal von denen hier platt gemacht. Wenn wir das dann doch mal schaffen. So, der sollte auch nichts haben. Aber doch, er hat tatsächlich schon wieder ordentlich was sogar. Das ist ja interessant. Hat wieder natürlich reiner Trash. Gut, obwohl... 4 Pferdeherren der Chaos-Barbaren, die sind schon recht gut. Guten Morgen, liebe Ogrin, guter Knut und Snagr, der Reißer. Wir sind hier, um euch zu töten. Hi, dann machen wir das nochmal. Hallo, erstmal der Knut. Oh nein, ein knapper Sieg oder Blitzschlag, entscheidender Sieg. Tschö, Knut. War schön mit dir. Ich glaube, du hast lang gelebt und wahrscheinlich auch viel gerissen in deinem Leben. Wenn nicht, auch egal. Machen wir nochmal hier schön den... Aber nee, töten wir den anderen einfach mit. Wir haben entscheidenden Sieg. Tschüss. Und jetzt stirb bitte, Wulfried. Wulfric? Wulfried? Ich habe schon deinen Namen vergessen. Siehst du, ich habe keine Ahnung, wer du überhaupt bist, ey. So, da plündern wir nochmal, weil ich ihn einfach hasse. Und damit sollte er auch endgültig... Oh Gott, ist das hier zum Klick? Guck ich das an. Ja, Weltenwandler sind vernichtet. Ach, herrlich. Eine von den Nervsäcken weniger. Problem ist, wir kommen die nächsten Nervsäcke, ne? Das ist immer die Sache. Die Schattenlegion wird uns jetzt bestimmt auch wieder den Krieg erklären. Dann gehen wir hier hin und werden wieder den nächsten Krieg kriegen. Oh,
Kompliziert, aber gut, wir haben zumindest jetzt Wulfric umgebracht. Eigentlich ist mir das Gebiet hier auch relativ egal, das brauche ich nicht wirklich. Wir wollen aber eigentlich ja irgendwo den Norska-Frieden bewahren hier. Und da das ja alles Frostgebiete sind, sollte man das ja auch irgendwie machen. Das gehört ja auch uns, das passt ganz gut zur Story. Ich bin einfach so froh, dass er tot ist. Hat richtig viel Spaß gemacht, ihn einfach zu crushen. So, Rache gegen Epidemus, der wird auch vernichtet. Wir haben das Monument des Fleisches, lecker. Setzen und plündern, jo, ich habe Wut, deswegen plündere ich jetzt auch immer. Damit haben wir ihn zurückgedrängt, aber ihr wisst ja, wie das bei Total War läuft. Das heißt, natürlich, die kommen konstant wieder. Und wir haben natürlich direkt den nächsten Gegner hier vor uns. Mit eben Hargreff. Das ist nicht unbedingt attraktiv. Ja, aber wir müssen halt dann ihn eigentlich auslöschen. Das heißt, ich werde diese Gebiete hier nicht einnehmen, hier drüber gehen, zerstören. Problem ist natürlich alles chaotisches Ödland. Aber ich muss seine Gebiete halt zerstören, damit wir ihn endlich tot haben. Ihr seht, er will auch noch keinen Frieden haben, obwohl er komplett zerstört wurde. Sie müssen diese beiden Gebiete, wo auch immer das hier ist, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, oder oben in der Ecke irgendwo, zerstören. Damit wir eben loswerden. Ja, und unsere kleine Armee hier ist leider abgefangen worden von, wie heißt sie jetzt? Ich vergesse immer wieder den Namen. Entiro, genau. Klar, wusste ich. Den müssen wir also auch noch, ja, irgendwie beseitigen, weil ihr seht, 1,5 Stacks, bald 2. Heißt, er kommt jetzt auch gleich wieder rüber und will uns nerven. Und bis unser Malakai wieder zurückgekommen ist, ja, das dauert ein paar Jahrzehnte. Von daher, ich überlege auch, ob ich die Vargoller noch da oben killen soll, weil die mir einfach auf die Nerven gehen. Wäre eigentlich schon eine intelligente Idee. Die Skellinger sind ja recht zahm, sage ich mal. Ich glaube, mit denen können wir auch später abrechnen. Das werden wir uns erst beim nächsten Mal anschauen. Denn das war es erstmal. Der Norden ist befreit und, naja, einigermaßen befreit und befriedet. Das heißt, jetzt können wir uns den Chaos-Zwergen zuwenden oder irgendeinem anderen Chaos, was uns wahrscheinlich wieder in den Krieg ziehen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn ihr mehr sehen wollt, Kommentar, Like, Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.